cool. So. Dann heiße ich euch jetzt zum großen Closing unserer anarchistischen Datentage willkommen. Ich freue mich ganz doll, Nina und Chrissy nochmal bei mir begrüßen zu können, die uns jetzt ein bisschen mitnehmen. Was ist dieses Jahr eigentlich los gewesen? Was war Besonderes? Ja, ich würde sagen, ich übergebe an euch. Nina, du kriegst von mir die Keule. Und ja, viel Spaß beim Closing. Ja. So, schön, dass ihr da seid. Möchtest du eigentlich anfangen? Weil ich glaube, beim Opening haben wir angefangen. Ja, okay, cool, kann ich machen. Vielen Dank. Ja, ich würde erst mal noch mal sagen, es war ein mega 20-jähriger Geburtstag. Also großen Dank an alle, die irgendwie das zu so einem wunderschönen Wochenende gemacht haben und auch seit 20 Jahren oder je nachdem kürzer oder länger am Start sind. Ich denke, das hat auf jeden Fall noch mal einen extra Applaus verdient. Ich würde sagen, es hat eigentlich fast alles gepasst. Das Wetter war großartig, genau wie bestellt für diesen Anlass. Ich kann nur noch mal sagen, wie dankbar und großartig, also wie dankbar ich bin oder wir sind und wie großartig tatsächlich die Kooperation am Ende, wenn es dann so vorbei ist und wenn so denkt, hey, nee, es war einfach richtig, richtig cool. Es sind so viele Synergieeffekte. Menschen haben sich getroffen, haben sich ausgetauscht. So Themen haben sich so verbunden an Punkten, wo wir es vielleicht am Anfang gar nicht gedacht hätten. Und deswegen hoffe ich, ich hatte ja am Anfang schon mal gesagt, das mit der Beziehung und den Challenging und den schönen Momenten, dass wir das vertiefen können, die schönen Momente, und um diese Kooperation weiter am Leben zu lassen. Genau, das würde mich sehr freuen. Ja, was soll ich sagen? Also vielleicht reicht das auch von meiner Seite soweit. Also fand es einfach großartig, mit euch hier dieses Wochenende zu verbringen, und ja, würde erstmal an Chrissy geben. Ja, vielen Dank. Ich habe ja selber ein Mikrofon. Also, ja, miau. Ich bin die Chrissy, ich bin eine Katze aus dem C3D2. Und ich habe heute die Ehre, die 20. Datenspuren feierlich zu beenden. Und ja, habe ein paar Folien gebaut innerhalb der letzten halben, dreiviertel Stunde. Vielen Dank an alle, die mir geholfen haben. Und Entschuldigung an alle, die ich da jetzt irgendwie im Stress ein bisschen angepumpt habe. Unser Zustand nach viel Vorbereitung, wenig Schlaf ist etwa dieser. Wir haben, glaube ich, alle viel zu wenig geschlafen, aber das machen wir natürlich sehr gerne, um euch eine wunderschöne Veranstaltung zu bieten. Ja, ein paar Stats, weil das irgendwie dazugehört. Wir hatten 49 Vorträge, 15 Workshops, 20 sonstige. Einreichungen, also sonstige Einreichungen sind sowas wie Musik, Angebote wie das Lockpicking Village oder das Keyboard Meeting, andere Meetings auch, die zählen alles mit rein. Wir hatten dieses Jahr sehr viele, sehr, sehr gute Einreichungen von verschiedenen, auch bekannteren und größeren Räumen. Also wir hatten Konstanze Kurz und Khaleesi hier mit dem Podcast Dicke Bretter. Da freuen wir uns richtig, dass die Zeit hatten und hier vorbeigekommen sind. Und wir hatten vorhin Anna Biselli, die hier einen großartigen Talk über die Bezahlkarten-Thematik gemacht hat. Und hatten auch noch ganz viele andere großartige Talks. Ihr hattet ja auch großartige Talks. Es war gar nicht so einfach, das alles unter einen Hut hier auf dem Gelände zu bekommen. Wir haben es am Ende geschafft. Und ich danke auch nochmal allen Speakerinnen und Speakern, Leute, die Workshops geleitet haben, für ihr Engagement, dass sie die 20. Datenspuren mit ihren Programmpunkten so bereichert haben. Ja, das ist ein Applaus wert. So, wir hatten eine Bar. Vielen Dank an Vater und sein Team für die Bar. Vater lässt ausrichten. Die Bar ist nicht trocken gelaufen. Das ist gut. Yay. Wir freuen uns. Und trotz, dass ihr so viel mehr Leute seid als die letzten Jahre. Danke an euch.
Dieses Jahr lag die Zitrine ganz besonders im Trend. Das ist von Kollemat eine Zitronenlimonade. Die ist nämlich ausverkauft gewesen, und auch relativ schnell. Kollemate ist eine lokale Mate, erzähle ich ja gleich noch mal mehr. Und wir danken natürlich auch den lieben Leuten von Kollemate, dass sie das Datenspuren-Logo auf die Rückseite ihrer Etiketten gepackt haben und so unsere Veranstaltung, die Datenspuren auch überregional so ein bisschen mit beworben haben. Dann würde ich euch auch noch mal bitten, Kollemate dafür einen angemessenen Applaus zu hinterlassen. Ja. Das sah dann so aus und wurde auch des Öfteren in freier Wildbahn gesehen, auch wenn viele Kästen auch hierher geliefert worden sind und in Dresden und Umgebung blieben. Vielen Dank an alle, die das eingefädelt und durchgezogen haben. Ja, die Bar hat auch Innovationskraft bewiesen. Hatten zu kleine Gläser und dadurch wurde der Chunky geboren. Und zwar der Chunk wie immer, halbe Menge Zutaten, aber gleiche Menge Rum. Mehr Wirkung für weniger Volumen, also höherer Wirkungsgrad. Das hat natürlich auch ganz pragmatische Gründe. Wir sind hier in Dresden, bei uns sind die Südfrüchte knapp. Und das ist der Chunky, geboren auf den Datenspuren 2024. So, wir hatten dieses Jahr das erste Mal GNU Thaler als Bezahlsystem ausprobiert. Vielen, vielen Dank an die Leute. Ja, ihr dürft gleich applaudieren. Vielen, vielen Dank an die Leute, die das jetzt die letzten Wochen im Stress eingerichtet haben. Wir hatten sehr viel Spaß mit Banken und es war das erste Mal, dass ich Public Keys ausdrucken, unterschreiben und einscannen musste. Das Ganze ist super angenommen worden. Ein Drittel der Umsätze ging über Spurlose. Die Feedbackschleife war auch großartig und die Menschen waren begeistert und haben eben auch das GNU Thaler Team dann gerne befragt. Vielen Dank an die Leute, die da den Support hier auf den Datenspuren gemacht haben. Und weitere Community-Events werden hoffentlich bald folgen. So, dann die nächsten Leute, die sich hier für uns super ins Zeug gelegt haben, sind unsere lieben Leute von Chaos Macht Schule. Die hatten im Farbwerk einen eigenen Junghacking-Space und haben Mindset for Kids gemacht, die haben mit den Kindern gebastelt. Und sie danken natürlich, also ich danke stellvertretend für die Chaos Macht Schule Leute, dann allen Besucherinnen und Besuchern und altbekannten Leuten fürs Vorbeischauen und Mitwirken. Vielen Dank an die ganzen lieben Leute von Chaos Macht Schule. So, jetzt kommen gleich noch ein paar schöne Bilder. Wir hatten hier hochmoderne Kommunikationsmittel. Ausfallsicher und batteriebetrieben. Das ist eine Feldvermittlung, wurde okay angenommen, musste aber dem erstmalig auf den Datenspuren vorhandenen Deck von Eventphone dann doch ein bisschen Genüge tun und es wurde genutzt, aber nicht so gut. Aber vielen Dank an die Leute von Eventphone, dass sie es noch so kurzfristig hinbekommen haben, uns mit Deck-Hardware auszustatten. Die Hardware kam praktisch einen Tag vor dem Aufbau, oder nee, am Tage des Aufbaus. Vielen Dank an Eventphone, dass das so schnell geklappt hat. Und natürlich vielen, vielen Dank an unsere Telefonistinnen und Telefonisten, die an der Feldvermittlung so tapfer durchgehalten und Gespräche vermittelt haben. Der Datenschutz wurde übrigens gewahrt. So, es gibt übrigens noch Merch. Wir haben noch wunderbare Shirts, Tassen
Und andere sagen, wir haben auch noch Shirts von, vergangenen Datenspuren. Also ihr könnt also auch die letzten Jahre der Datenspuren Revue passieren lassen, indem ihr euch einfach auch nochmal Merch von vergangenen Veranstaltungen holt. Ist draußen immer noch aufgebaut und die freuen sich sehr. Wir hatten zum Thema Merch hatten wir auch super liebe Leute, die sich oben, da vor dem kleinen Saal, mit der Stickmaschine, mit Siebdruck und anderen Handarbeitsformaten beschäftigt haben und da Beutel bestickt, bedruckt oder auch andere Textilien bestickt, bedruckt haben. Vielen Dank an alle, die da oben mitgewirkt haben und echt krassen Einsatz gezeigt haben. Ja. Und dann hatten wir dieses Jahr noch ganz besondere Merch. Wir haben hier im Zentralwerk, wie ihr das ja sicherlich mitbekommen habt, weil wir ja die Tassen versteigert haben mit den Sondernummern, eine liebe Keramikerin, die uns diese exklusiven Tassen für die Datenspuren 2024 in Handarbeit gefertigt hat. Wir hatten, ich glaube, 42 Tassen bestellt und haben dann die für ein bisschen mehr als den Einkaufspreis quasi an euch weiterverkauft. Außer die Nummern 5, 23 und 42. Die haben wir hier versteigert und vielen Dank an alle Bieterinnen und Bieter, dass sie uns diese Tassen für Höchstgebote zum guten Zweck, zum Wohle der Datenspuren abgekauft haben. Vielen Dank an alle Bieterinnen und Bieter. Und natürlich viel Spaß mit den Tassen und haltet sie euch in Ehren. So. Wir hatten hier ein wunderschönes Saalgebäude. Dieses Saalgebäude ist ja schon schick genug, nur alleine dadurch, dass ihr hier seid. Aber wir haben natürlich auch noch ein bisschen Dekoration gebaut. Und wie ihr hier seht, mittlerweile läuft es. Dem davor ging ganz viel Lötarbeit voraus. Vielen lieben Dank an alle, die sich jetzt in den letzten ein, zwei Wochen noch derart ins Zeug gelegt haben, da zig LED-Leisten zu verlöten, Bugs zu suchen, zu beheben, Fehler zu suchen, wieder anzulöten. Das war ein riesengroßer Aufwand und ihr seht alle, es hat sich wunderbar gelohnt. Wir haben eine wunderschöne Lichtinstallation, die ihr hier bewundern könnt und für alle im Stream gibt es hier noch ein etwas schlichteres Bild davon. Vielen Dank an alle, die da fleißig mit gebastelt haben. Dann natürlich Strom haben wir auch. Manchmal nur nicht in ausreichender Menge, aber danke an alle, die fleißig mit an der Infrastruktur gearbeitet haben und dann noch extra Steckdosenleisten besorgt haben und alles mit aufgebaut haben und so weiter. Und ich komme jetzt auch noch zu den ganzen Danksagungen. Wir möchten natürlich, ich habe leider kein schönes Bild von irgendeinem hübschen Engelshirt gefunden, demzufolge muss dieses wunderschöne Bild herhalten, zu dem ich gleich noch was erzähle. Wir danken allen Engeln an der Bar, ganz besonders allen Engeln im VOG, den Heralds, den Telefonistinnen und Telefonisten, den Leuten, die hier die ganze Netzwerkinfrastruktur aufgebaut und gewartet haben und teils auch im Stress dann nochmal schnell irgendwelche Fehler behoben haben. Wir danken allen, die an der Stickmaschine, am Siebdruck waren, allen Engeln, die bei den Junghackern mit geholfen haben, allen, die bei Auf- und Abbau mitgeholfen haben und noch helfen werden, den Orga-Leuten, die sich schon seit den Datenspuren letztes Jahr mit den Datenspuren für dieses Jahr beschäftigt haben und sich quasi über ein Jahr lang auf diese Veranstaltung vorbereitet haben und ein paar Dinge organisiert haben, allen
Menschen, die spontan geholfen haben. Wir danken ganz besonders den Speakerinnen, Künstlerinnen, Künstlern für die wunderbaren Vorträge und Workshops. Wir danken euch von den anarchistischen Tagen für die Küfer und die Verpflegung. Wir danken ganz besonders dem Zentralwerk für die Räumlichkeiten. Und wir danken auf jeden Fall auch Antares für die Technik. Antares ist der Techniker des Zentralwerks, auch bei uns. Und er hat quasi die gesamte Technik hier für uns mit betreut und hat praktisch die letzten Tage fast 24/7 gearbeitet. Und ganz zum Schluss, er kann leider heute nicht hier sein, aber wir haben dieses Jahr ein wunderschönes Artwork von Neko. Er hat sich wunderbar reingehangen die letzten Monate und hat aus den Logos der letzten oder aus den Themen der letzten 20 Datenspuren ein wunderschönes Logo und Format, was wir auch auf Postkarten und Postern abgedruckt haben, gemacht. Und ja, da sind so fast alle Themen der letzten Datenspuren so ein bisschen mit verarbeitet worden. Und es ist einfach wundervoll. Und dann bitte ich auch nochmal um einen großen Applaus für Neko, für das Artwork, für die T-Shirts und das ganze Design. So, naja, jetzt da die Datenspuren 2024 leider vorbei sind, oder bald, müssen wir das Ganze natürlich hier noch abbauen. Wir alle sind komplett platt und werden noch sehr viel arbeiten müssen und wir freuen uns sehr über Hilfe. Wir müssen hier den Saal beräumen, die Tribüne muss abgebaut werden und wir würden euch bitten, jetzt, wenn ihr jetzt nicht direkt los müsst, helft bitte mit. Wir freuen uns über Hilfe. Wir sind alle nicht am Ende unserer Kräfte, aber schon gut platt und freuen uns, dass, wenn wir ein bisschen Unterstützung von euch bekommen. Oh. Ja, na klar, du musst das Mikrofon noch einschalten. Okay. Genau, und es gibt auch draußen noch Essen. Also ihr könnt euch auch erst stärken, ganz in Ruhe, und dann ganz tatkräftig anpacken. Ja. Dann. Und ganz zum Schluss danke ich natürlich euch.